Okay. Also, ich leg mal los. Und zwar, wir wollen ja Yield fahren. Und ich laber jetzt auch nicht groß rum, weil ja auch quasi jede Minute nachher Zinsen kostet, die ich hier verlaber. Aber mal ganz kurz, was haben wir vor? Also, wir wollen bei Yearn Finance in einen von den Vaults, die heißen bei denen, also die Pools, in die man einzahlt, die heißen Vaults und da wollen wir rein. Da gibt es, gab es jetzt diese Woche einen Euro-Pool, was total praktisch ist, weil man da für uns praktisch, weil wir ja Euros haben und das ganze Kursrisiko mit dem Dollar, was man sonst hat, das fällt ja dann weg. Das Doof ist nur, da kommen wir jetzt heute nicht rein, weil Sonntag ist, weil die aus irgendeinem Grund, kann ich auch später mal erklären, weil die Börse geschlossen ist. Also damit ist jetzt die New Yorker Börse gemeint, haben die keinen Input, was die Kurse angeht. Und deshalb kann man auch jetzt am Wochenende nicht investieren, was irgendwie so das totale Gegenteil eigentlich von diesem Decentralized Finance ist und so. Aber so ist es eben, deshalb kommen wir da heute nicht rein. Ich habe aber einen anderen Pool gefunden bei Yearn Finance und der ist eigentlich auch so gut. Der bietet hier irgendwie 68% Zinsen an. Ich mache gerade mal den Browser auf und gebe den gleich frei. Wie geht das? Hier. Das müsste das hier sein. Ja, so, ihr seht den. Ach so, schreibt mal in den Chat rein, ob ihr irgendwie was seht und hört. Einmal kurz. Ja, gut. Und okay, super. Das hier ist die Seite yearn.finance. Bei den Sachen muss man immer ziemlich aufpassen, also mal so ganz grundsätzlich, wenn man das Ganze googelt. Dann läuft man schon mal Gefahr, dass hier auf den ersten Plätzen irgendwelche Werbung ist von Leuten, die scammen, die also so tun, als wäre das Yearn Finance, die ganze Seite kopiert haben. Und wenn man dann anfängt, da einzuzahlen, dann landet das natürlich bei denen und nicht wirklich bei Yearn Finance. Deshalb ist das so eine gute Methode, das rauszufinden, ob das die richtige Seite ist oder nicht. Das ist zum Beispiel, wenn man auf CoinGecko geht und hier das sucht, dann sieht man hier die Website. Und von da aus, das ist relativ sicher. Also müsste nicht, wenn jetzt CoinGecko gehackt wird oder so, dann kann natürlich was passieren, aber das ist so eine Möglichkeit, da wenigstens erstmal die richtige Seite zu finden und dann kann man sich die später ja bookmarken und damit ist das dann sichergestellt, dass man immer auf der richtigen Seite landet. So, und hier sind die Vaults und bei den Vaults, also es gibt hier einen besonderen, der wird jetzt gerade gepusht, den möchten wir aber jetzt gerade mal nicht nehmen. Hier sind die ganzen Assets, die man da hinterlegen kann. Ethereum, Wrapped Ether, Wrapped Bitcoin, USDC. Kann man jetzt vor allem zu diesen zwei Wrapped-Versionen vom Ether und vom Bitcoin noch einiges erzählen, mache ich aber jetzt mal nicht. Da gibt es hier dann in der dritten Spalte Growth und da sieht man die Prozente. Also das ist eigentlich, sind das die Zinsen, die man auf seine Einlage bekommt. Das ist ein Jahreszins. Also das bedeutet eben, dass man hier bei diesem Euro-Pool, den wir ursprünglich nehmen wollten, theoretisch 65,44% aufs Jahr kriegen kann, wenn man da was einlegt. Das ist aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Prozente schwanken. Und die hängen einfach von den Marktbedingungen ab. Und da erzähle ich dann später was zu noch, weil wir haben nachher, wenn wir von Kraken aus Geld aufs Wallet schicken, haben wir so eine eine Wartezeit. Es dauert ja immer ungefähr eine Viertelstunde und dann kann ich diese ganzen Hintergrundinfos erzählen. Genau, also hier ist irgendwie Euro S, das ist der ursprüngliche Pool, den wir machen wollten, der geht aber jetzt nicht. Und dann habe ich hier den GUSD-Pool gefunden, der macht ungefähr dieselben Prozent. Die gehen wahrscheinlich übers Jahr runter, deshalb wollen wir eigentlich auch nur 2, 3 Wochen oder 4, je nachdem. Wir müssen einfach mal schauen, wie lange das gut ist und wenn das dann schlechter wird, dann gehen wir da auch wieder raus, ne? Also da wollen wir hin, das ist das Ziel. Der Token, den wir brauchen, der heißt CRVGUSD. Ziemlich komplizierter Name, der ist auch zusammengesetzt. Das erkläre ich auch nachher, warum der so heißt und was man mit diesen ganzen Namen hier anfangen kann, weil die einem so ein bisschen den Weg erklären, wie man jetzt in diesen Pool reinkommt. Was wir haben ist, wir haben DAI,
oder wir haben noch kein DAI, wir haben eigentlich Euro. Die liegen jetzt beim Exchange, bei Kraken rum. Das habe ich auch bei mir gemacht. Und wir wollen jetzt im Prinzip dahin und wir müssen einen Weg finden. Und der Weg, den erkläre ich nachher. Aber der erste Schritt ist, dass wir DAI kaufen. DAI ist ein Stablecoin. Der sieht also, das Logo sieht so aus. Und der ist an den Dollar gebunden. Das heißt, wenn der Dollar gegen den Euro sich bewegt, dann bewegt sich der DAI auch. Also wenn der Dollar steigt im Gegensatz zum Euro, dann wird der DAI auch hochgehen und ansonsten runtergehen. Und der Vorteil von dem DAI ist, dass das ein ziemlich dezentralisierter Stablecoin ist, der also nicht zum Beispiel wie der Tether, der USDT, den haben wir vielleicht auch irgendwo ja hier. Der wird von einer Firma ausgegeben, genau wie der USDC auch. Da hängt man also im Prinzip davon ab, was die machen, ne? Also wenn die jetzt pleite gehen oder mit dem Geld weglaufen, dann hat man es wahrscheinlich schwer, da irgendwie sein Geld wiederzukriegen. Das ist beim DAI leider zum Teil auch so. Aber es ist wesentlich dezentralisierter. Erzähle ich dann auch noch irgendwas so. Das heißt so, als erstes gehen wir mal jetzt zu Kraken und machen diese ganze Aktion, dass wir also unsere Euros, die wir da schon eingezahlt haben, umwandeln in DAI und dann müssen wir die DAI entnehmen und schicken die in unser MetaMask-Wallet. Das MetaMask, das habt ihr ja auch installiert. Ich habe das, also das ist bei mir mein MetaMask. Ich habe für unsere Aktion hier auch ein neues Account angelegt. Das ist leer, also dass es so ähnlich aussieht wie bei euch. So dass man das also Schritt für Schritt zusammen machen kann. Wenn ich zu schnell bin oder wenn irgendwas schief geht, schreibt es ins Chat. Ich habe den auch im Blick hier und werde dann irgendwie versuchen, da zu helfen. Gut, ich gehe jetzt erstmal in Kraken. Meld mich da schnell an. Genau, meine Euros sind schon da. Ich habe auch noch so einen Rest von DAI und ich werde jetzt zu der Summe, was jetzt also die Beträge angeht, ich werde das nicht ja alles natürlich jetzt investieren. Das sind ja hier jetzt über 80.000. Die ganze Sache ist ja jetzt ein Experiment und also ich werde mal vielleicht 20.000 oder so da reintun. Man muss ein bisschen eine größere Summe nehmen, weil wir Gaskosten haben und wir werden uns jetzt zum Teil die Gaskosten teilen, aber das sind trotzdem immer noch recht signifikante Beträge, also irgendwie so $50 oder $100 können das schon werden pro Person oder so. Und da muss man natürlich dann erstmal quasi die Zinseinnahmen bekommen, dass man wieder diese Transaktionsgebühren raus hat und so weiter. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man jetzt mit 20 € oder sowas da reingeht. Das ist also auch leider so ein Riesenkritikpunkt an Ethereum und an DeFi, dass es im Moment eher was für Reiche ist, weil mit so Beträgen von unter 10.000 Dollar oder so kann man eigentlich gar nicht viel anfangen, weil die Transaktionsgebühren die Zinsen komplett auffressen oder auch übersteigen. Und das heißt also, das ist eigentlich eine recht elitäre Sache im Moment. Auch wieder total das Gegenteil von DeFi eigentlich, von der Idee. Das wird sich aber eines Tages dann ändern. Also das ist ja immer so, wenn man irgendwie so Pioniersachen macht, dann ist man erstmal eine Zeit lang unter sehr wenigen und dann später kommt dann die Masse dazu. Genau. So, also ihr seid jetzt also in Kraken drin. Vielleicht schreibt ihr kurz mal im Chat, dass alles klar ist. Okay. Super. Gut, dann hier sind meine Euros. Das müsste bei euch auch irgendein Betrag sein. Und die wandle ich jetzt um in DAI. Das mache ich, indem ich hier bei Market in diese Lupe klicke und dann hier den DAI suche. Und da habe ich auch schon das DAI Europaar. Das kann ich traden. So, klicke ich das mal an und dann bin ich in dieser Trading-Maske. Hier reicht es eigentlich, wenn ich irgendwie so eine Simple Order mache, also nichts mit Intermediate oder Advanced, weil es geht uns ja einfach nur darum, wir haben Euro, wir wollen DAI, wir wollen jetzt nicht irgendwie Short oder Long und irgendwas machen. Deshalb, also da ich jetzt hier DAI, hier links DAI stehen habe, dann einen Preis und dahinter Euro, muss ich hier auf Buy klicken, weil ich kaufe ja, ich möchte ja von meinen Euro DAI kaufen. Hier ist irgendwie wichtig, dass ich keine Market Order mache. Das ist bei Stablecoins, die
also an den Euro oder an den Dollar gebunden sind, keine gute Idee, weil eine Market Order im Prinzip so lange kauft, bis die Menge an DAI, die ich haben will, erreicht ist. Und das heißt, wenn zu dem Preis, den ich mir wünsche, zum Beispiel, also da der Preis ja stabil ist, ist das ja der aktuelle Eurokurs vom Dollar. Wenn da nicht genug Verkaufsangebote da sind, die auf diesen aktuellen Kurs passen, dann wird die Börse, wenn ich eine Market Order mache, einfach das nächst schlechtere Angebot nehmen und so weiter. Und das heißt, es gibt wirklich auch Leute, die jetzt da Orders gesetzt haben, die sehr viel niedriger sind, zum Beispiel die Hälfte oder so von dem Kurs, und darauf setzen, dass irgend so ein Tölpel irgendwie hingeht und eine Market Order macht und quasi das ganze Orderbook leer kauft, bis er unten an der Hälfte angekommen ist, wo diese eine Order sitzt. Und dadurch bekommen die dann im Prinzip die Euros zum halben Preis, ne? Deshalb macht man also bei Stablecoins auf keinen Fall irgendwie eine Market Order, weil man ja auch das Orderbook nicht richtig sehen kann. Also man kann hier schon irgendwie reingucken. Das ist aber relativ volatil und so. Und also das müsste man jetzt auch jede Sekunde aktualisieren und so weiter. Also man spart sich das alles und macht am besten eine Limit Order. Trägt dann eben den Betrag ein. Ich mache jetzt mal hier, ich möchte gerne 20.000 DAI haben oder ich mache mal 25, weil das ist ja ein bisschen Euro. Also Euro ist ja nur drei Viertel oder so vom Dollar. Also ich fange mal mit 25.000 DAI an. Dann nehme ich einen Preis, denn da muss ich den aktuellen Marktpreis nehmen. Der steht hier bei Last Price und den kopiere ich mir in dieses Feld Price rein. Hier ist total wichtig, dass man hier einen Punkt macht und kein Komma, auch wenn das jetzt hier eine deutsche Oberfläche ist oder es ist ja gar nicht, ist ja Englisch. Also dann in dem Fall wichtig, dass man da nicht ein Komma macht, ne? Okay. Ja, ich muss kurz warten, da das Zoom-Fenster ist irgendwie weg bei einem Teilnehmer. Genau. Ja, ich kann ja also in der Zeit dann einfach ein bisschen weiter quatschen. Also wenn wir das jetzt gleich machen, also dann kann das sein, dass unsere Order nicht ausgeführt wird, weil einfach nicht genug Leute da sind, die genau zu diesem Preis verkaufen wollen. Und das heißt, man muss da so ein bisschen einen Anreiz schaffen, dass es auch durchgeht. Das heißt, man macht das eben, indem man genau. Man macht das, indem man da einfach irgendwie den Preis ein bisschen erhöht, natürlich nicht jetzt richtig viel, weil man ja da Minus macht. Das muss man ja dann nachher mit den Zinsen auch wieder reinholen. Aber bei den Beträgen, mit denen wir so arbeiten, also so ein paar Nachkommen, die zweite Nachkommastelle irgendwie ein bisschen aufrunden oder so, ist okay. Genau. Ja, was man auch machen kann, ist tatsächlich, das stimmt, man kann ja auch also fragt jemand, ich kann doch bei Euro auch die Summe eintragen. Das stimmt, das kann man auch. Also einfach sagen, ich möchte jetzt für 25.000 Euro das machen, aber den Preis muss man trotzdem festlegen, ne? Also das heißt, man muss ja, dann rechnet der das halt irgendwie andersrum aus. Dann sagt er einem halt, wie viele DAI man kriegt für den Eurobetrag, den man da reinschreibt. Den Preis muss man aber trotzdem eintragen, weil das ja bei einer Limit Order quasi ein Gebot ist, das man in den Markt schickt und sagt, ich bin bereit, zu dem und dem Preis zu kaufen oder verkaufen. Und wenn man jetzt kauft, ist es natürlich für den Verkäufer, für das Gegenüber attraktiver, wenn man einen höheren Preis eingibt, logisch. So, ich mache dann, also ich habe da jetzt 83 Cent gemacht. Wahrscheinlich geht die Order jetzt sofort durch. Ich mache das aber jetzt mal nochmal andersrum. Biete jetzt mal zu wenig und zeige dann mal, wie das aussieht. Das heißt, ich kaufe jetzt, schicke die Order ab und dann wird die hier unten auftauchen. Gleich, da ist sie. Und die ist jetzt noch untouched, also der Status heißt untouched, weil kein Mensch das jetzt gekauft hat. Jetzt würde ich also im Prinzip warten, bis sich der Euro-Kurs oder der Dollar-Kurs so bewegt, dass das irgendwie der Preis, den ich hier geboten habe, ein attraktiver Preis ist. Das kann natürlich dauern. Es kann ja auch sein, dass es komplett andersrum läuft. Der Preis geht hoch. Dann sitze ich hier. Das mache ich jetzt also, möchte ich nicht. Deshalb cancel ich das. Weg damit. Und mache einfach nochmal eine neue Order und machen wir mal hier wieder die 25.000.
Und dann gebe ich hier die 83 Cent ein. Ich kontrolliere nochmal, dass hier nicht, also was passiert, wenn ich ein Komma setze. Dann habe ich hier eine ziemlich hohe Zahl, ne? Das wird aber so nicht klappen. So, also ich kaufe jetzt also für ungefähr 83 Cent pro Dai 25.000 Dai. Schick das ab. Gucken wir mal, was passiert. Die Order taucht hier gar nicht auf. Das ist wahrscheinlich, ist die schon ausgeführt worden. Genau, also das heißt, ich gehe hier auf Orders, war da eben noch so ein, naja, wo finde ich das jetzt? Hier. Orders. Und dann sehe ich die Orders, die schon abgeschlossen sind. Und hier ist meine Kauforder. Die ist schon fertig. Status closed. Hier steht auch die Uhrzeit, was ganz praktisch ist. Und vor allem jetzt, wenn man wirklich, also bei Yield Farming, da spreche ich vielleicht gleich auch noch ein bisschen über den steuerlichen Aspekt. Man braucht ja einen Beleg dafür. Und da würde ich also im Prinzip dieses Ding hier nehmen. Das heißt, hier in der Orderliste gibt es eine Ordernummer. Und wenn ich die anklicke, dann komme ich auf die Zusammenfassung meiner Order. Die hat hier so eine komplizierte Nummer. Ich meine, ich bin ja auch nicht ganz sicher, was das Finanzamt damit anfängt, ob die das, aber jedenfalls wichtig ist schon mal, man hat einen Beleg. Das ist dann schon mal eine Gesprächsgrundlage. Und hier ist die Order nochmal zusammengefasst, also buy 25.000 Dai Euro at Limit und so weiter. Ne? Also es ist ein bisschen verklausuliert, aber es bildet eigentlich genau das ab, was wir gemacht haben. Der Status ist closed, das heißt, hier, wenn irgendwas schief geht, dann steht hier vielleicht also aborted oder irgendwas cancelled und dann ein Reason, warum. Hier sieht man nochmal alle Einzelheiten. Hier steht auch, wie das ausgeführt wurde, das heißt, welcher Durchschnittspreis hier irgendwie gezahlt wurde und wie viel ich dafür bezahlt habe. Also im Prinzip 25.000 Dai gekauft für 20.710 und so weiter Euro. Hier nochmal open close, das heißt, wenn so eine Order länger offen war, dann wird hier ein größerer Zeitunterschied stehen. Genau. Eine Order kann aus mehreren Trades bestehen. Es kann sein, dass einfach nur zum Teil, also einer nur die Hälfte davon irgendwie zu dem Preis kaufen wollte und dann später noch einer kommt und so, und dann hätte man die einzelnen Trades hier unten stehen. Aber das hier ist im Prinzip der Beleg und den kann man ja mit dem Screenshot irgendwie dann abspeichern. Kann man auch später nochmal aufrufen und so. Das muss man jetzt nicht machen. Okay, alles klar. Ich mache mal ganz kurz eine Pause, weil da ist irgendwie noch eine Frage und ich kläre das gerade mal. Okay, also dann geht es weiter. Wir haben also jetzt im Prinzip hier die Möglichkeit gehabt, einen Beleg zu erstellen, indem man da jetzt einen Screenshot macht oder so. Ja, gut. Wir haben jetzt also DAI und Euro, wir haben also für Euro jetzt Dai gekauft. Das sieht man hier auch bei Balance. Ich habe jetzt 26.000 Dai. Das liegt daran, ich habe zwar für 25.000 Dai gekauft, aber ich hatte ja noch 1.000 da liegen. Dann gucke ich hier auch noch mal bei den Balances. Hier sieht man also, das heißt hier, wenn man auf dieses Krakensymbol klickt, dann bekommt man so eine nette Übersicht, was man so alles da hat. Und da sind dann eben die DAI auch aufgeführt. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist als nächstes, weil wir mit MetaMask arbeiten gleich, also mit dem Browser Wallet und von da aus auch DAI verschicken wollen, müssen wir noch Ether kaufen, weil wir ja für die Sachen, die wir in MetaMask machen, Gas bezahlen müssen. Und das geht nur über Ether und deshalb müssen wir erstmal noch Ether kaufen oder dahin transferieren. Ich werde das jetzt machen, indem ich einfach nochmal eine kleine Menge an Ether hier kaufe. Man kann das aber auch von Exodus rüberschieben. Wir brauchen eigentlich nur so 0,1 Ether maximal. Also der Ether-Preis ist ja, ich weiß gar nicht, wo der jetzt heute steht, aber irgendwie auf jeden Fall deutlich über hier 1522. Also es sind 150 Euro, das wäre also schon viel, wenn wir so viel Gas bezahlen würden, 0,1. Aber also ich mache jetzt mal 0,1, dann bin ich ganz sicher, da muss ich eben nicht nochmal zurück und das alles machen. Deshalb gehe ich also hier in also wieder auf die Lupe zum Suchen, gebe da Ether ein. Das war jetzt gerade auch schon in der Liste zu sehen, aber
Falls nicht, also ich gebe oben Ether ein, suche mir das Ether Europa, gehe auf Trade und kaufe dann 0,1 Ether. Und hier kann ich eigentlich bei so einem kleinen Betrag auch eine Market Order machen. Ich kann auch eine Limit Order machen. Das ist eigentlich dasselbe wie eben mit dem DAI. Dann müsste ich mir den Marktpreis nehmen, den aktuellen, am besten die Kommas wegmachen. Und dann irgendwie ein bisschen erhöhen. Also das, weil das, also mich nervt das häufig, weil das schwankt immer so schnell, dass ich dann da immer ändern muss. Dann gehe ich, also bei kleinen Beträgen mache ich dann eine Market Order. Und wenn es eine größere Position ist, dann mache ich das natürlich auch über eine Limit Order, weil ich nicht so viel Preisunterschied bezahlen möchte, ne? So, also ich mache jetzt Market Order, das sind dann 152 Euro ungefähr. Bei der Market Order ist es ja immer unklar, wie viel man kriegt, weil sich während man das abschickt, das Orderbook verändern kann. Ich denke mal, das wird aber jetzt nicht allzu stark schwanken. Ich schicke die Order ab. Dann warte ich ein bisschen. Solange hier unten nichts auftaucht, müsste die eigentlich durch sein. Ich gucke jetzt auch nochmal hier bei Orders. Und da ist meine Kauforder durch. Genau. So, als nächstes würden wir dann jetzt die Ether und die DAI rüberschieben aufs MetaMask Wallet. Und bevor wir das machen, würde ich gerne noch einmal kurz von euch eine Rückmeldung haben, ob ihr da mitgekommen seid und ob das jetzt geklappt hat bei euch. Also habt ihr irgendeinen Bruchteil vom Ether und die DAI in euren in Kraken, beziehungsweise wenn ihr, also kriegt ihr das hin, die Ether irgendwie zum MetaMask Wallet zu schicken? Wahrscheinlich nicht so einfach, das erkläre ich dann auch. Aber okay, gut. Also DAI auf Kraken, Ether von Exodus. Gut, dann mache ich das auch gleich vor, wie das mit Exodus geht. Nur zur Sicherheit, dass wir da auf einem Stand sind und die anderen, also bei mir, wie wir jetzt die Ether von Kraken runterkriegen, das zeige ich auch jetzt. Genau, also der nächste Schritt ist, bevor wir jetzt irgendwas auf Kraken abschicken, müssen wir natürlich sicherstellen, dass unser Exodus, Quatsch, unser MetaMask auch wirklich fertig ist. Und gut, genau, DAI auf Kraken und Ether schon auf MetaMask. Das ist auch eine gute Kombination, genau. Also ich zeige trotzdem mal, wie das jetzt geht von Kraken aus. Das ist ja eigentlich die einfachste Variante. MetaMask Wallet installiert, klar. Ganz wichtig natürlich jetzt auch, weil es ja jetzt tatsächlich um ein paar größere Beträge geht. Backup von der Passphrase gemacht, irgendwie da sichergestellt, dass man irgendwie an die Sachen wieder rankommt, wenn der Rechner kaputt geht und so. Das setze ich jetzt voraus, das führt ja jetzt viel zu weit. Und ich habe also in MetaMask mehrere Accounts. Bei euch wird das also so eher so aussehen, dass nur ein Account da ist. Das ist jetzt auch egal. Also bei mir ist MetaMask jetzt quasi, sieht jetzt so aus, als hätte ich das eben erst eingerichtet. Ich habe irgendwie 0 Ether und ich habe überhaupt keine Tokens hier, ne? In der Liste unter Assets steht nur Ether und das steht alles auf 0. Da möchte ich jetzt also als erstes meine Ether hinschicken und danach die DAI. Und das mache ich hier. Jetzt kann ich also im Prinzip bei Kraken weitermachen. Gehe auf Funding und suche dann hier als erstes mal die Ether. Und dann möchte ich ja abheben, also Withdraw. Und jetzt muss ich hier quasi das neue MetaMask noch als mögliche Adresse fürs Abheben einrichten. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Das heißt, ich gehe auf Add Address. Description, MetaMask. Da denke ich mir irgendeine Beschreibung für diese Adresse aus. MetaMask ist das bei mir Nummer 4. Also das ist ja das vierte Account. Und dann trage ich da die Ether-Adresse ein und das mache ich folgendermaßen. Ich öffne MetaMask. Klick die Adresse an, also unter Account 4 steht ja hier 0xcb07 und so weiter. Das ist die Adresse. Wenn ich die anklicke, dann ist die kopiert in die Zwischenablage und dann kann ich die hier mit Bearbeiten einfügen oder mit dem rechten Maustaste einfügen, kann ich die einsetzen. Und
Hier ist natürlich nochmal wichtig zu kontrollieren, ob das wirklich die Adresse ist, die ich irgendwie bei MetaMask hier sehe, weil es ja sein kann, dass ich irgendwie eine Malware oder sowas hier laufen habe, die dann heimlich kurz mal die Adresse austauscht oder irgendwas in der Art, ne? Oder dass ich noch eine andere Adresse in der Zwischenablage habe und hier das Kopieren nicht geklappt hat und so, deshalb nochmal nachgucken. Und mache ich immer, indem ich tatsächlich nur die ersten vier Zahlen und die letzten vier kontrolliere. Das ist schon sehr wahrscheinlich, dass das übereinstimmt. Also CB07 und dann hinten 41B6. Das mache ich hier auch. Gucken wir nach. Und CB07, 41B6 passt. Ne? So, dann speichere ich die Adresse ab. Und jetzt bekomme ich von Kraken nochmal eine Mail, die bestätigt, also die ich bestätigen muss, dass ich tatsächlich derjenige bin, der diese Adresse da eingetragen hat. Also so eine Sicherheitsabfrage. Das mache ich jetzt auch mal. Das kann man jetzt im Bildschirm nicht sehen, weil das ist jetzt eine E-Mail, da ist ein Link drin. Den klicke ich an. Und wenn ich den angeklickt habe, dann habe ich also im Prinzip bestätigt, dass die Ethereum-Adresse, die ich da eingetragen habe, dass das auch wirklich meine ist. Dann gehe ich zurück, wieder auf Withdraw. Das ist so ein bisschen Umweg, aber. Und dann habe ich hier MetaMask 4 als Adresse zum Abheben. Und dann trage ich hier also quasi die Summe ein, die ich abheben möchte. Oder ich kann auch einfach hier, wenn ich wirklich alles abheben möchte, einfach auf Maximum klicken oder Minimum und dann hier verändern. Das ist eigentlich am besten, wenn man das über die Links erstmal macht, weil dann auch hier das Zahlenformat wieder stimmt, weil man macht ja hier häufig aus Versehen ein Komma hin und dann funktioniert das Ganze nicht und die Fehlermeldungen, die da kommen, sind auch nicht unbedingt super hilfreich. Also deshalb, also eigentlich immer dran denken, dass da ein Punkt ist, aber man vergisst das schon mal. Ne? So, dann schicke ich also quasi die Ether jetzt raus. Die weg, gehen jetzt hoffentlich hier bald ein. Weil das Ganze aber bei Kraken ein bisschen dauert, mache ich jetzt einfach das mit den DAI schon mal parallel. Das heißt, ich gehe wieder auf Funding. Hier oben in der Menüleiste. Ich fange immer gerne ganz von vorne an, weil ich dann nicht in irgendwelchen Untermenüs mich verzettel und so. Und dann suche ich hier DAI in der Suchmaske. Hier ist der DAI, dann gehe ich auf Withdraw. Und jetzt muss ich genau dasselbe nochmal machen. Das hier ist nicht die MetaMask-Adresse, das ist eine andere. Ich muss also nochmal hier die Adresse hinzufügen. Also erst eine Beschreibung, dann hier bei MetaMask die Adresse kopieren, hier einsetzen, nochmal kontrollieren. CB07, das passt, das weiß ich noch. Und 41B6, ich ins Ende. 41B6, genau. Dann haue ich das raus. Kommt wieder eine Bestätigungsmail. Kurz abfragen. Ja, ist noch nicht da, aber dann mache ich das gleich. So. Die Mails checken. Ja, da ist sie. So. Dann hat das auch geklappt. Dann habe ich also jetzt die Adresse hinzugefügt, weil die jetzt nicht hier ist, ne? Ich habe ja Cancel gedrückt, das heißt aber eigentlich nicht, ich habe den ganzen Vorgang abgebrochen, ich bin nur aus dem Fenster raus. Weil das alles genau einfach nicht so perfekt gelöst ist von der Benutzerführung her, fange ich meistens wirklich auch hier wieder nochmal von vorne an, gehe auf Funding, suche DAI, gehe auf Withdraw und dann habe ich hier mein MetaMask Nummer 4, DAI, heb die ganzen, ach so, ich wollte ja nur 25.000 machen, also mache ich hier 25. Und ja, ich kläre das gleich. Dann, genau, ich heb das mal ab.
So, jetzt sind meine DAI unterwegs. Jetzt habe ich hier eine Frage. Habe in MetaMask nur eine Adresse, gilt die für Ether und DAI gleichzeitig? Ja, genau, das ist der Fall. Diese Adresse hier gilt für alle Tokens, alle Coins, die man auf Ethereum-Basis hat. Wenn man jetzt ein anderes Netzwerk auswählt, hier, es gibt ja noch Testnetze von Ethereum, da kann man als Programmierer auch arbeiten. Dann ändert sich diese Adresse hier und dann ist man auf einem anderen Netz und so. Aber das heißt also im Prinzip, die Coins, die man auf der Ethereum Mainnet, also auf dem richtigen Ethereum-Netzwerk hat, die haben alle dieselbe Adresse, nämlich die von dem Ethereum Wallet auch. Ja, jetzt sind die DAI unterwegs und das dauert eine Weile, bis das ankommt. Also irgendwie, man kriegt ja erstmal von Kraken überhaupt eine Bestätigung per Mail, dass irgendeine Abhebung unterwegs ist. Und dann dauert das, dann warten die erstmal, weil man kann das dann nochmal abbrechen innerhalb von 5 Minuten oder 10 Minuten. Und bis das alles dann erledigt ist, also bis quasi diese Karenzzeit vorbei ist, passiert nichts und dann irgendwann kommt das, wird das erstmal als Ethereum-Transaktion veröffentlicht von Kraken, sodass die DAI dann erst in der Blockchain unterwegs sind und dann dauert es ja nochmal ein bisschen, bis die dann auch wirklich im MetaMask ankommen und deshalb, das ist ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde, meistens so erfahrungsgemäß. Und in der Zeit würde ich jetzt also ganz gerne erstmal denselben Weg nochmal von Exodus aus machen. Beziehungsweise von Kraken nach Exodus, aber das ist auch relativ, es ist sehr ähnlich. Quatsch, wir machen es anders. Die Ether von Exodus nach MetaMask, so ist es richtig, genau. Also das heißt, dann öffne ich mal meinen Exodus und gebe das gleich mal frei. Ja, hier bin ich in Exodus drin und von hier nach MetaMask senden ist eigentlich sehr ähnlich. Das heißt, ich müsste jetzt mir wieder aus MetaMask die Ethereum-Adresse holen. Da zeige ich auch kurz, wie das geht. Wieder zurück in den Firefox. Also den MetaMask öffnen, das Account da oben anklicken, dann ist die Adresse in die Zwischenablage kopiert. Dann gehe ich in Exodus, gehe auf Senden, kopiere hier die Ethereum-Adresse rein von MetaMask. Ich habe das jetzt noch so grob im Kopf, CB07 und 41B6 passt. Und dann schicke ich hier halt 0,1 Ether rüber zum MetaMask. Absenden. Genau. Und auch das dauert ja eine Weile, bis das ankommt. Und in der Zeit möchte ich noch mal ganz kurz erzählen, was wir also jetzt, also die ganzen Hintergründe und so, was wir da jetzt eigentlich machen, weil wir ja jetzt die Zeit auf diese Weise sinnvoll nutzen können. Und zwar zeige ich dafür erstmal noch mal kurz, wo wir hinwollen. Das ist irgendwie Yearn Finance. Und Yearn Finance ist ein Portal, das stellt sogenannte Vaults zur Verfügung. Ein Vault, das ist einfach irgendwie quasi eine Adresse, wo man was einzahlt und die legen das dann für einen über eine bestimmte Strategie an und dadurch generieren die eben dann Zinsen und die Zinsen bekommt man in regelmäßigen Abständen ausgezahlt. So. Die Frage ist, wie machen die das, ne? Also was passiert da im Hintergrund? Das ist je nach Vault total unterschiedlich. Und das kann man nachlesen, was passiert, was die da machen. Und zwar gibt es von denen einen Newsletter, der heißt State of the Vaults. Und der wird jede Woche aktualisiert. Der letzte Eintrag ist von 9. Februar. Und das ist sehr lang, weil die wirklich auf jedes einzelne von diesen Vaults eingehen. Auch Neuigkeiten, was die entwickeln und so. Also da kann man schon mal so 2 Stunden mit verbringen, wenn man das wirklich durcharbeitet. Und da wir ja in den
in den Curve GUSD Volt einzahlen oder in das Volt einzahlen wollen, in dieses hier mit den 68%, suche ich einfach mal nach GUSD in diesem ganzen Dokument, weil da muss ich nicht alles jetzt direkt lesen. So, und da gibt es also hier das Curve GUSD Pool Y-Volt und dann noch so einen komischen Buchstabensalat. Und das ist der Pool, über den wir sprechen und in den wir rein wollen. Und hier ist die Anlagestrategie beschrieben. Wenn ich das hier anklicke, dann komme ich also einfach auf eine Seite bei Etherscan und die sagt mir eigentlich relativ wenig über die Anlagestrategie. In klaren Worten ist das hier aber darunter auch nochmal formuliert, nämlich dieses Volt. Ja, muss ich mal suchen. Braucht Einzahlungen von Curve GUSD Tokens. Die bekommt man, wenn man in den GUSD 3 Pool investiert, auf Curve. Und zwar hier. Das Schöne ist, hier ist schon direkt ein Link. Da kann man gleich, da klicken wir auch gleich mal drauf und dann gucken wir uns das an. Und diese Curve-Tokens, die werden dann gestaked in der Gauge und so weiter. Also es ist irgendwie ziemliches Chinesisch und ich werde das jetzt mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln, was das eigentlich bedeutet und was die da machen. Und zwar geht es erstmal darum, das wird auf einem anderen Portal angelegt und zwar auf curve.finance oder curve.fi. Hier ist schon direkt der Link. Schauen wir uns das einfach mal an, wie das aussieht. Und das sieht auch total kompliziert aus. Das ist hier ein Pool. Also Curve Finance ist ein Portal, das ist ein Exchange, der sich darauf spezialisiert hat, dass man da Assets traden kann, die einen gleichen Wert haben. Also das heißt, ein US-Dollar-Stablecoin gegen einen anderen US-Dollar-Stablecoin. Also nicht zum Beispiel gegen Ether oder gegen irgendwelche Uniswap-Tokens oder irgendwelche Litecoins oder so, sondern beide Assets, die man gegeneinander tradet, müssen mit dem Dollar den Kurs gleich halten. Das hat den Vorteil, dass die da einiges optimieren können, weil die diese Kursunterschiede und so nicht bedenken müssen, nicht einplanen müssen bei der Programmierung. Also hier kann man im Prinzip nur Dollar-Stablecoin gegen einen anderen Dollar-Stablecoin traden. Und das macht man hier mit Buy and Sell. Wenn ich also zum Beispiel DAI habe und ich brauche USDC, dann kann ich hier DAI gegen USDC traden, indem ich hier eingebe, wie viel ich irgendwie verkaufen möchte. Und dann bekomme ich irgendwie hoffentlich dieselbe Menge, weil ja der Kurs stabil ist, von dem anderen Coin. Diese Oberfläche ist so ein bisschen auf alt gemacht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube nur, dass so normale User hier überhaupt nichts mit anfangen können. Das ist aber schön, weil das lässt uns ja lässt uns ja die Möglichkeit, hier die ganzen Rosinen rauszupicken. So, und die haben also im Prinzip nicht nur diese Trading-Paare hier, DAI, USDC, USDT, sondern die haben ganz viele Pools, die sich mit ganz unterschiedlichen Assets auch befassen. Zum Beispiel gibt es hier einen Pool, der beschäftigt sich mit Euro. Und es gibt nur sehr wenige Euro-Stablecoins, eigentlich nur zwei, von denen ich weiß, es gibt bestimmt noch mehr. Der eine ist der Euro-S und der andere der S-Euro. Die haben total komplizierte technische Grundlagen und so weiter und die sind auch sehr unterschiedlich. Der Euro-S, das ist irgendwie ein Stablecoin, der wirklich von der Firma ausgegeben wird, die verspricht, dass bei denen auf dem Konto für jeden Euro-S, den die ausgeben, auf der Blockchain auch ein echter Euro liegt. Und bei denen kann man die auch kaufen. Das heißt, dann macht man irgendwie eine Überweisung dahin und kriegt die dann und so weiter. So, das ist die eine Variante. Der S-Euro ist komplett anders strukturiert. Der ist ziemlich dezentral und deshalb ist das halt auch spannend, irgendwie das eine gegen das andere zu tauschen, weil je nachdem, was man vorhat, passt das eine besser oder das andere besser, ne? Die Frage ist jetzt, wo kommt das her, ne? Also irgendwo müssen ja die Euro-Stablecoins herkommen. Das heißt, wenn ich jetzt Euro-S habe und ich brauche S-Euro, dann muss ja irgendjemand die S-Euro haben. Und das funktioniert dadurch, dass da ein Pool ist, in den Leute etwas einlegen. Und das ist das, was wir auch machen, weil man legt im Prinzip
als, also wenn man jetzt hier dieses Protokoll unterstützen möchte, wenn man da mitmachen möchte, legt man da seine Euro-Stablecoins ein. Und wenn jemand, also wenn ich jetzt S-Euro eingelegt habe und jemand braucht die, dann werden die genommen und dafür bekomme ich Euro-S zurück. Und nicht nur das, es gibt hier auch eine Trading-Fee. Und diese Trading-Fee, die wird aufgeteilt unter den Leuten, die hier Liquidität zur Verfügung stellen. Und das heißt, bei jedem Trade fällt irgendwie ein bisschen was ab. Und das wird aufgeteilt an die Leute, die hier für diese Trades Liquidität bereitstellen. Die Leute, die das bereitstellen, die heißen Liquidity Providers, also LPs. Und da haben wir, es gibt hier zum Beispiel auch noch Bitcoin-Pools, die sind, da kann man also REN-Bitcoin gegen REP-Bitcoin tauschen. Und sowas. Also es ist immer so, dass das eine hat was mit Bitcoin zu tun, das andere auch. Dann hat man hier zum Beispiel den Free Pool. Das ist auch DAI gegen USDC und gegen USDT, weil das sind alles Dollar-Stablecoins. Ne? Und hier haben wir eben auch den GUSD-Pool. Und das ist der Pool, in den Yearn Finance für uns investiert. Weil Yearn Finance alles, was da an Technik hinter ist und alles, was da irgendwie an Abwicklung hinter ist, für uns macht. Das heißt, wir geben einfach, wir holen uns Pool-Tokens, also wir legen in diesen Pool was rein, kriegen dafür dann von dem Pool quasi Tokens, die bescheinigen, dass wir einen Anteil an diesem Pool haben. Und das liefern wir bei der Yearn Finance ab. Und Yearn Finance macht dann damit irgendwas, legt das an und vermehrt die. Und am Ende kriegen wir wieder Pool-Tokens zurück, nicht nur die, die wir eingelegt haben, sondern auch noch die Zinsen, die wir bekommen, und können dann diese Pool-Tokens hier wieder umwandeln in einen Stablecoin, zum Beispiel in DAI, und damit ist dann dieser ganze Kreislauf geschlossen. So. Was hier so ein bisschen kompliziert ist, das ist, dass die Zinsen, die man bekommt, wenn man hier bei Curve Finance was einlegt, die werden nicht in DAI oder in USDC oder in irgendwas ausgezahlt, sondern in deren eigener Währung, und die heißt Curve, CRV. Und das heißt, man muss, also wenn man hier was eingelegt hat, ganz regelmäßig die Curves abholen, die man bekommen hat. Und dann hat man erstmal nur Curves, die muss man dann wieder umtauschen in irgendwas anderes, zum Beispiel in DAI. Und das kostet alles Gas und es ist kompliziert. Und man muss natürlich es regelmäßig machen. Wenn man es vergisst, dann sammeln die sich an, die verschwinden nicht. Aber weil der Curve-Token auch einen eigenen Kurs hat, kann es natürlich sein, dass man irgendwie verpennt, dass der Curve-Token wertvoll ist. Der wird dann irgendwann vielleicht runtergehen und im Kurs. Und das heißt, dann kriegt man eben viel weniger Zinsen. Das heißt also, das ist schon Arbeit, das kostet was und dadurch steigt natürlich die Hürde immer mehr. Und Yearn Finance macht das für einen alles. Ne? Also man legt das ein, kümmert sich nicht drum, kommt irgendwann wieder, holt sich was ab und es ist mehr geworden. So. Dann, genau, also das. Dann gucken wir nochmal auf die Strategie, die die beschrieben haben. Also das erklärt zum Teil schon so ein bisschen, warum eigentlich überhaupt so hohe Zinsen möglich sind, weil es sind ja eigentlich gar nicht Zinsen, sondern man verdient ja an quasi den Tradinggebühren mit. Das heißt, wenn viel getradet wird, dann verdient man auch viel mehr, als wenn wenig getradet wird. Und da im Moment also sehr viel getradet wird, ist dieser Output sehr hoch. Und gleichzeitig machen die noch mehr mit diesen Tokens, weil die nämlich 10% von den Curve Rewards, also von den Tokens, die man bekommt, weil man da Liquidität einlegt, die packen die nochmal in, die staken die nochmal, also das heißt, die legen die nochmal in einer anderen Stelle ein und bekommen dafür VE-Curves. Und das ist so, dass also Curve quasi den Usern ermöglicht, mitzuvoten, wie diese ganze Plattform funktioniert, welche Zinsen gezahlt werden und so weiter. Und für das Voting muss man von den Curves, die man verdient hat, welche weglegen. Und wenn man die weglegt, dann das heißt, dass man auch wirklich für eine gewisse Zeit, die man selber festlegen kann, nicht mehr da dran kommt. Dafür kann man aber voten. Und damit, also die Frage ist, warum macht man das? Warum sollte man das machen?
Und es ist tatsächlich so, dass also dadurch, dass die Gasgebühren so hoch sind, eigentlich kein Mensch irgendwie richtig bei diesen Voting-Sachen mitmacht. Weil jedes Mal, wenn man votet, muss man auch in MetaMask irgendwie eine Transaktion abschicken. Und dann, wenn man die abgeschickt hat, muss man Gasgebühren zahlen. Das kostet dann irgendwie $50 oder so. Und $50 für so ein Voting, ob jetzt die Zinsen hier oder da ein bisschen hoch oder runter gehen, das macht eigentlich kaum einer. Und um das so ein bisschen zu attraktiver zu machen, bekommt man für die weggelegten Curve-Tokens einen Boost, und das bedeutet, dass je nachdem, wie viel und wie lange man Curve-Tokens weglegt, bekommt man eben das Doppelte an Curve-Tokens ausgezahlt oder eben die Hälfte oder 0,5 mal 1,5 oder mal 2,5. Es gibt irgendeinen Faktor, und dieser Faktor, der ergibt sich daraus, wie lange man weglegt und wie viel man weglegt. Und dadurch bekommt man dann eben noch mehr Rewards. Das heißt, der Curve-Token bekommt dadurch auch einen Wert, weil die Leute den Curve-Token haben wollen, um sich diesen Boost zu holen. Das lohnt sich bei kleinen Beträgen eigentlich nicht so, aber wenn man jetzt irgendwie so ein paar hunderttausend oder so anlegt, dann summiert sich das natürlich schon ganz schön, ne? Und das machen die nehmen also 10% von den Rewards und holen sich dafür dann eben einen Boost, und dadurch können die Einnahmen, die man hat, noch mal ein bisschen erhöhen. Alles Sachen, die man, wenn man jetzt bei Yearn Finance investiert, selber nicht machen muss, wo die also im Prinzip auch die Gasgebühren zahlen. Letztendlich nehmen die das aber von den User-Einlagen. Nur dadurch, dass man nicht alleine das macht, bekommt man eben, zahlt man eben nicht so viel an Gas dafür. Okay, so, dann gucke ich jetzt mal, ob genau die Frage ist. In Curve stand, dass der Swap nicht available ist. Der Euroswap oder welcher ist gemeint jetzt? Gehe mal in Curve rein. Ja, der DAI-USDC, du meinst wahrscheinlich, also der DAI-USDC-USDT-Swap. Das wäre dann wahrscheinlich hier der Three Pool. Ja, das ist, ich habe ja ein paar DAI hier. Wenn man keine DAI hat, ist, der geht der nicht. Also wenn man keine Funds hat, warte, ich guck mal hier an dem, wo ich nichts von habe. Ist das gemeint? Dass das dann rot ist? Ich gucke mal gerade, ob schon was angekommen ist. Okay. Guck mal, was in den Chat. Okay, dann machen wir erstmal weiter. Genau, also bei mir ist auch alles angekommen, glaube ich zumindest. Was jetzt noch fehlt, ist, ich sehe hier, weil mein MetaMask neu ist, die DAI noch nicht. Das kann ich mir aber holen, indem ich den Token jetzt hinzufüge, weil der wird einfach nicht angezeigt von Anfang an. Und dafür gehe ich hier eben Token hinzufügen, suche, und dann gebe ich hier DAI ein. Dann habe ich den. Hier gibt es noch viele andere DAIs, aber die sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich nehme den DAI Stablecoin, gehe auf Weiter, und dann ist der da. Dann gehe ich auf Token hinzufügen, und ab jetzt wird der mir auch in meiner Liste angezeigt. Die Liste rufe ich auf, indem ich hier unter Account 4 Schrägstrich DAI auf den Pfeil zurückklicke, und dann habe ich hier meine Tokenliste. So. Und
Jetzt kommt die Idee, die wir eigentlich, wie wir das hier alles ein bisschen, wie wir uns die Gasgebühren sparen können. Und dass die Idee ist, dass wir im Prinzip von einem gemeinsamen Wallet aus das verschicken. Das heißt, ich habe eins eingerichtet. Das habe ich Yearn Finance Transfer genannt. Und auf dieses Wallet müsstet ihr die DAIs dann übertragen und dann mache ich die ganzen Einzelschritte und nachher, wenn wir fertig sind, schicke ich quasi die Yearn Finance Anteile, Poolanteile wieder an euer Wallet zurück. Das heißt, die DAI, die sind für die zwei, drei Zwischenschritte bei mir. Ich zeige die auch, wie ich die hier auf dem Bildschirm mache, dass man das nachvollziehen kann. Aber dadurch, dass wir im Prinzip von einer Adresse aus alles machen, sparen wir die Gasgebühren, weil sonst würden wir von drei Wallets irgendwie die Gasgebühren gleichzeitig, also jeder würde dann seine eigenen Gasgebühren zahlen. So ist es richtig. Dafür muss ich euch jetzt die Wallet-Adresse schicken und das mache ich jetzt gleich per Mail. Hier ist das ist die Adresse. Das Wallet ist auch leer. Ich habe da einen Ether hingetan wegen der Gasgebühren, die ich nachher bezahlen muss. Da mache ich jetzt mal eine E-Mail auf. Moment. Interessant, Mailprogramm ärgert mich gerade. Schreibt mal kurz in den Chat, wenn die angekommen ist. Ich mache das jetzt auch. Ich schicke erstmal meine von dem MetaMask-Account die DAI auf das Wallet, auf die Adresse. Dafür klicke ich hier auf DAI und dann kann ich die senden hier. So, und die Adresse kopiere ich da natürlich rein. So. Ich mache jetzt hier nochmal ganz kurz Pause, weil hier steht ja die richtige Adresse, dass die mit D013 anfängt und mit D42E aufhört. Das ist bei euch der Fall, ne? Wenn ihr da die Adresse eintragt. Schreibt nochmal kurz in den Chat rein. Okay. Wollen ja, dass die Kohle nicht irgendwohin anders hingeht. Okay, dann gehe ich hier auf Betrag Maximum. Also so ist es bei mir oder ihr tragt den von Hand ein. Hier sind übrigens ein paar DAI weggegangen bei Kraken, die als Abhebungsgebühr abgezwackt hat. So, und dann gehe ich auf, ich kann eigentlich auch auf durchschnittlich gehen hier, weil die Transfers, die mit, also
durchschnittlich, die dauern so eine Minute ungefähr. Bei schnell ist das dann unter einer Minute. Ein bisschen so viel Zeit haben wir eigentlich. Wobei der, ja gut, also Unterschied $3. Ist egal. Also ich mache jetzt mal durchschnittlich. Dann schicke ich das raus. Ich muss den Transfer nochmal bestätigen. Und dann sind die unterwegs. Ich lasse euch das jetzt auch mal machen. Ich sehe bei mir nur Gaspreis 130. Ich glaube, und Gaslimit. Ich glaube, das liegt daran, dass, ja, kann das sein, dass da unter Einstellungen man vielleicht etwas umstellen kann. Hier gibt es so erweiterte Gaskontrollen, wenn die an sind. Ich mache die mal an, ich gucke mal, wie das aussieht bei mir dann. Ich sende mal was. Das ist das bestimmt, oder? Ja, das kann man ausschalten. Ist eigentlich, also ich würde es ausschalten, weil man kann ja dann mit schnell und sagen, okay, hast du ausgestellt. Ich mache auch wieder aus bei mir. Erweiterte Gaskontrollen aus. Genau. So. Dann kann man die, das ist, finde ich, ein bisschen intuitiver natürlich. Klar, wenn man jetzt irgendwie so da genau wissen will, wie viel Gas man bezahlt und so, dann braucht man das. So, das ist Account 4. Meine DAI sind schon weg. Ich gucke jetzt auch nochmal auf der Blockchain, was da passiert ist, weil, okay, super. Ja, also schnell einstellen ist durchschnittlich reicht wirklich. Also das ist eine Minute oder so. Und ich schwatze ja so lange. Ich kann mir also den Transfer, wenn ich hier in MetaMask bin, kann ich unter Activity den Transfer auch mir angucken. Da steht Send DAI und wenn ich diese Transaktion anklicke, dann sehe ich hier erstmal die Details. Da sind so ein paar Gaslimit, Gaspreis und so weiter. Aber was ganz spannend ist, ich kann auch auf EtherScan gucken, also auf der Blockchain gucken, ob das 8 Euro kann stimmen. Sieht ein bisschen wenig aus, ne? Bei mir waren, nee, ja, ein bisschen viel sogar, ne? Ja, kann stimmen. Komisch, bei mir waren es $4,93. Also kann, das schwankt natürlich auch wirklich relativ heftig in kurzer Zeit. Ich kann mir den Transfer auch irgendwie auf EtherScan angucken, wenn ich hier auf diesen Pfeil klicke. Und wenn da Success steht, ist das Ganze durchgegangen. Hier steht auch der Betrag, der geschickt wurde. Und das ist auch wieder was, wo ich einen Screenshot von machen kann, um zum Beispiel Finanzamt oder so billig zu erstellen. Ne? Dann gucke ich mal, das ist ja jetzt auf diese Adresse gegangen. Das heißt, da müssten jetzt eigentlich ein paar Eingänge sein, sind auch. Hm? Ich gucke mal auf dem bei MetaMask, wie der Stand ist. Hier. Ja, genau. Gut. Ich schaue mal unter der Adresse, was wir da haben. Ich glaube, einer fehlt noch. Warten wir einfach noch ein bisschen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil diese Transaktionen hier, aber das sind welche von mir von früher. Ja, ausstehend. Ja,
Ja, das dauert ein bisschen. Steht da da steht auch meistens eine Schätzung, wie lange das dauert. Bei Pending. Hier in Etherscan. Also ich gehe nochmal durch. Also wir fangen an mit, wenn wir nachgucken wollen, wie weit der Transfer ist, gehen wir in den Account, von dem aus ich geschickt habe, auf Activity und dann müsste die Transaktion zu sehen sein. Und dann kann ich mit dem Pfeil hier oben auf der Blockchain nachschauen. Und ich meine, bei Timestamp steht das, dass da irgendwie, da steht, wie lange das noch dauert, ungefähr. Also eine Schätzung. Haben auch ein bisschen Zeit. Ich frage nur, weil wenn das auf über eine Stunde steht oder so, dann muss man die ganze Transaktion nochmal wiederholen, dann muss man das nochmal anpassen. Ja, das ist zu lang, 9 bis 16 Minuten. Dann ist tatsächlich zu wenig Gas geboten, auch wenn du komischerweise doppelt so viel hattest wie ich fast. Wie beschleunigt man das Ganze? Auf MetaMask die Transaktion aufrufen. Dafür muss ich noch mal eine machen. Das mache ich jetzt auch mal schnell. Dann schicke ich mal auf, ich schicke mal noch ein paar Ether, ein bisschen Ether darüber. Gehe diesmal auf langsam, weil ich will ja jetzt, dass die Transaktion nicht schnell läuft. Bestätige das. Dann habe ich hier diese Transaktion in Activities. Klicke die an und dann habe ich hier den Knopf beschleunigen. Und da kann man dann noch mal ein bisschen mehr Gas bieten. Zum Beispiel schnell. Dann war das doch zu wenig mit durchschnittlich. Keine Ahnung. Okay. 45 Sekunden, dann geht die gleich durch. Genau. So, auf die warten wir jetzt nicht, weil das, also auf meine müssen wir jetzt nicht warten. Sag einfach mal, wenn die durch ist, oder ich gucke auch selber mal auf der Blockchain. Nochmal das hier in Finance ist durch, super. Gucken wir mal. Ja, genau. Wo genau ist durch so? Wofür habe ich jetzt den 0,1 auf MetaMask? Ist die Frage, also die Antwort darauf ist, du brauchtest Gas, um den Transfer von den DAI von MetaMask auf dieses Wallet hier zu bezahlen. Weil wenn du gar keine Ether auf dem, also auf dem Ausgangswallet hast, dann kannst du auch nichts überweisen, weil man zahlt ja die Transfergebühren immer in Ether. Kann man danach dann auch wieder runtertun oder liegen lassen, ist klar, ne? Also wenn man die woanders braucht, nimmt man die wieder weg. Man hat eigentlich immer ein bisschen Ether irgendwie in MetaMask rumliegen, weil man ja alles Mögliche machen will und dann nicht noch warten will, bis man dann wieder die Ether hin und her geschoben hat und so. Ja, das ist also eigentlich die Krypto-Portokasse hier. Gut. So, die nächsten Schritte mache ich jetzt. Die zeige ich dann einfach nur. Wenn ihr alleine investieren würdet, dann würdet ihr das eben auch machen und die Gasgebühren selber zahlen. Und bevor wir jetzt mit diesen ganzen Sachen anfangen, ich habe eine kleine Excel-Tabelle gemacht, wo ich dann auch später die unter Temp war das. Wo man quasi die Poolanteile und so einträgt, das mache ich dann eben im Nachgang. Also wenn man hier einer hat dann 24.999 und jemand anders hat, ich trage mal Fantasiezahlen ein, wie ungefähr das sind und ich glaube 22 oder so war es. Quatsch. Hier gehören hier rein. So.
Ne, dann haben wir die Anteile und nachher, wenn es an die Auszahlung geht, kann man dann damit das wieder verteilen. Aber das ist ja erst viel später. Diese Excel-Tabelle gebe ich nachher frei. So. Der nächste Schritt ist, wir haben jetzt, wir wollen ja, also nochmal kurz zur Zusammenfassung, ganz schnell, im State of the Union steht ja, was man da, was die machen. Und da steht auch ein bisschen verklausuliert der Weg. Und zwar, wir wollen in den GUSD-Pool bei Yearn Finance einzahlen. Ich suche den nochmal hier. Und jetzt steht hier, this bond accepts deposit of curve GUSD obtained by supplying GUSD 3 pool DAI USDC USDT to the liquidity pool on curve here. Und hier, das klicke ich jetzt an und dann bin ich auf der Seite, wo ich diese Einzahlung machen kann. Dann muss ich natürlich auf das Transfer-Account gehen, wo wir die Sachen hingeschoben haben. Und dann sieht man hier auch schon, hier ist unsere gemeinsame Investition. Die steht hier schon. Wir geben also jetzt in den Pool 0 GUSD, 57.000 DAI ungefähr, keine USDC und keine USDT. Und das schicke ich jetzt an Curve in diesen Liquiditätspool. Dafür muss ich als erstes mal bestätigen, dass ich möchte, dass die diese DAIs abheben können von der MetaMask, weil das ist einfach bei Smart Contract so, dass die sich das Geld holen und man muss das vorher freigeben, dass der sich das holen darf. Man schickt nichts an den Smart Contract, weil der Smart Contract selber, der merkt das gar nicht, wenn irgendwas ankommt. Der hat keine, nicht so ein System, mit dem er abfragen könnte, ist was eingegangen oder so. Smart Contracts muss man irgendwie immer, da muss man immer dafür sorgen, dass die irgendwas machen, weil die von selber nichts machen und nichts mitkriegen. Und deshalb läuft der Weg so rum, dass man dem also sagt, dem Smart Contract, hol das Geld bei mir ab. Ist wie eine Abbuchung. Und damit der das abbuchen darf, muss ich das erstmal freigeben, weil sonst wäre es ja blöd, wenn jeder Smart Contract bei mir oder bei allen möglichen Leuten von selbst irgendwas abholen dürfte. Deshalb erst die Freigabe. Und das ist diese Transaktion, die ich hier mache. Ich zeige das nochmal. Allow curve.fi to spend your DAI. Ne? Und das gebe ich frei. Das ist auch eine Transaktion und die kostet schon direkt Gasgebühr. Und das mache ich auch nicht auf langsam. Das ist auf langsam voreingestellt, weil eigentlich ist es auch sinnvoll, weil das sind keine zeitkritischen Aktionen. Und wenn man das jetzt irgendwie in Ruhe machen würde, dann könnte man das abschicken, 2 Stunden warten, dann weitermachen. Machen wir jetzt natürlich nicht. Ich mache das jetzt ruhig auf schnell und schicke das raus. Transaktion wurde gestartet. Auch die kann ich mir irgendwie hier, ach so, das habe ich jetzt, das ist jetzt in einem separaten Fenster aufgegangen. Ich zeige das kurz mal, wenn ich da hin. Nee, kriege ich hier von hier aus nicht gesteuert. Irgendwie dann, also das geht auch bei Etherscan, kann ich mir das angucken, wenn ich hier draufklicke. Ich warte jetzt aber einfach mal, bis die durch ist. Jetzt mal hier diese 2 Knöpfe, Deposit und Deposit and Stake Engage. Deposit heißt, wir tun das einfach nur in den Pool. Staken heißt, dass wir im Prinzip dann Curve-Tokens auch bekommen wollen. Das wollen wir aber jetzt im Moment nicht, weil das macht ja Yearn Finance für uns. Also deshalb einfach nur da rein überweisen oder abbuchen lassen. Ich gucke mal, wie weit die ist. Ist immer noch pending. Dann mache ich da, erhöhe ich mal das Gas. Ich habe zu lange gequatscht, als ich das irgendwie abgeschickt habe. Ne, ist durch. Nicht genehmigt. Ja, doch, hat geklappt. Also, die Transaktion ist durch. Und zwar nur die Genehmigung. Und jetzt kommt die eigentliche Einlage. Und die ist sehr viel teurer. Man sieht hier schon 112 Gas. Das ist aber wahrscheinlich noch nicht mal die richtige Geschwindigkeit, also 140 Dollar. Das sind die Gasgebühren und das müsste er jetzt jeder einzeln zahlen, wenn er das einzeln machen würde. So, dann schicke ich das ab. So, dann ist das auch durch.
Jetzt kann ich zum Beispiel nochmal nachträglich das Staken, das wären ja jetzt die zwei Schritte hier, die wären auf einmal passiert. Den Staking-Schritt kann ich nachholen. Das möchte ich aber jetzt nicht, weil das ja Yearn Finance für uns macht. Und wenn ich das wieder abholen möchte, das Geld, dann gehe ich auf Withdraw. Und jetzt sieht man, dass der hier die einzelnen, dass der unsere Gesamtsumme aufgeteilt hat in die einzelnen Währungen. Das ist auch total logisch, weil wir in diesem Liquiditätspool muss ja von allem immer irgendwas sein, weil man weiß ja nicht, will der eine von A nach B oder von B nach C oder so tauschen. Und deshalb nimmt er einfach die DAI, teilt die auf in fast gleich große Portionen. Da gibt es auch irgendwie einen Algorithmus, der sagt, in welchen Verhältnissen das passiert. Und da sieht man, dass ungefähr die Hälfte in GUSD steckt und die andere Hälfte so aufgeteilt wird in DAI, USDC und USDT. Und wenn ich das abholen möchte, dann kann ich im Prinzip auch sagen, ich möchte nur eins von diesen Assets hier haben. Also das heißt, dann kriege ich die ganze Summe zurück in DAI. Und weil das Ganze auch wieder Gebühren kostet, kriege ich tatsächlich auch weniger DAI, als ich vorher irgendwie eingezahlt habe. Das ist einfach so, ne? Und über die Zeit würde sich das ja jetzt ausgleichen, weil ich ja jetzt mitverdiene an den Transaktionsgebühren in diesem Pool. Die würden dann aufgeschlagen auf die einzelnen Währungen, sodass das immer mehr ein bisschen steigen würde. Wenn ich das stake, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwie das stake, dann bekomme ich die Gebühren in Curve. Sonst bekomme ich die, und das ist ein bisschen mehr an Gebühren. Und wenn ich das nicht stake, dann bekomme ich die Gebühren hier irgendwie, die ich mitverdiene, hier aufgeschlagen, sodass das immer mehr wird. So, jetzt ist hier noch die Frage, nimmt sich MetaMask dann die Ether einfach vom Wallet runter bei der Transaktion? Ja, genau, das ist der Fall. Also wenn man eine Transaktion abschickt und die kostet Gas, dann wird das einfach abgezogen von dem Ether-Bestand, den man in dem Wallet drin hat. Und also hier könnte man abheben, das machen wir aber nicht. Jetzt haben wir also im Prinzip Anteile an diesem Pool. Und das, was jetzt ganz spannend ist, das ist, dieser Pool ist ja auch ein Smart Contract. Und dieser Pool hat auch einen eigenen Token. Und dieser Token, der repräsentiert den Anteil, den man hat an dem Pool. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Token Contract aufrufe, dann ist das sowas wie ein DAI oder wie ein USDC oder wie ein Curve oder so. Nur dass das eben ein sogenannter Pool-Token ist. Und da sieht man auch schon, das ist, also da sieht man hier den Namen dieses Tokens und das ist der Curve.Phi GUSD 3 Curve Token, also GUSD 3 Curve. Und das ist eigentlich so zusammengesetzt, weil das ist im Prinzip ein Token, der repräsentiert einen Anteil an dem GUSD 3 Curve Pool auf Curve.Finance. So ist das zusammengesetzt. Und abgekürzt wird das dann so. Also das heißt, diese Abkürzung hier, GUSD 3 Curve, die verrät einem so ein bisschen auch den Weg, wie man in den Pool reinkommt. Man muss da also irgendwie den auf Curve, den GUSD 3 Pool finden. Den haben wir da, das habe ich ja jetzt für euch schon gemacht. Was aber schön ist, das ist, wenn ich jetzt wissen will, also ich habe jetzt also quasi Tokens, die meinen Anteil an diesem Pool repräsentieren und die kann ich mir auch ins MetaMask holen. Das heißt, ich nehme hier zum Beispiel diese Contract-Adresse, das ist die Adresse von dem Smart Contract, die diesen Token repräsentiert und die kann ich importieren in MetaMask. Unter Assets Token hinzufügen und weil ich den hier nicht finde, also der wird hier nicht auftauchen, weil das eine vorgegebene Liste und das ist halt jetzt ein recht exotischer Token, kann ich auf Custom Token gehen, hier die Adresse eintragen und dann zeigt er, dann ermittelt er das Token-Symbol und viele Dezimalstellen irgendwie hinterm Komma dieser Token hat und den kann ich in mein Wallet importieren. Und dann sehe ich, dass ich tatsächlich 56.243 Curve, also GUSD 3 Curve Tokens habe. Die tauchen jetzt hier auf. Und ich könnte diese Curve Tokens auch senden. Also ich könnte jetzt zum Beispiel eine Transaktion machen und die an euch zurücksenden. Das mache ich auch gleich, aber nicht mit diesen Tokens, sondern mit den anderen Pool Tokens, weil wir ja noch nicht fertig sind. Wir wollen ja noch auf Yearn Finance weitermachen. Soweit klar? René.
Ja, ist viel Input, ja. Wir sind auch gleich fertig. Ja, also die Frage ist, sind die auf Curve oder MetaMask gerade? Ja, also die DAI sind auf Curve. Und Curve hat dafür Tokens erzeugt, die unseren Anteil an dem Pool repräsentieren. Das heißt, es gibt eine Gesamtmenge an Tokens. Das sind alle Einlagen in dem Pool und wir haben einen Teil von diesen Tokens. Und dieser Teil ist auf MetaMask, aber nur bei mir, weil ich habe ja die Transaktion gemacht. Ne? Genau, weil ich die getradet habe. Ja, genau. Das ist im Hintergrund technisch gesehen, ist das ein Trade. Ich gebe die DAI an Curve. Curve gibt mir die Pool-Tokens. Und wenn ich zurückgehe, wenn ich aus dem Pool rausgehe, dann kriege ich von die DAI zurück. Und dafür muss ich aber meine Pool-Tokens wieder abgeben. So, jetzt gehe ich mit diesen Pool-Tokens, die sind ja jetzt in meinem Wallet drin. Das habe ich ja hier auch, das kann man ja hier auch sehen. Hier sind die 56.243 GUSD 3 Curve. Mit diesen Tokens in meinem Wallet gehe ich jetzt auf die Vaults von Yearn Finance, suche den GUSD-Pool, Curve GUSD. Ist also im Prinzip eine vereinfachte Version von dem Three-Pool, also Curve GUSD Three-Pool oder sowas, aber ist das gemeint? Und hier ist der auch. Das ist quasi der Weg, der Link zu dem Smart Contract. Das ist auch ein Token, sieht man hier, ne? Also das heißt, dieser Pool, in den wir investieren wollen, ist auch ein Smart Contract. Diesen Smart Contract kann ich aufrufen und ich sehe, dass auch dieser Smart Contract einen Token darstellt. Das heißt, wenn ich jetzt in diesen Pool einzahle, passiert dasselbe wie vorher auch, nur dass jetzt die Curve-Tokens genommen werden. Ich gebe die bei Yearn Finance ab und dafür bekomme ich von denen wieder Token zurück, die meinen Anteil an diesem Pool repräsentieren hier. Und dieser Token heißt dann eben noch komplizierter Yearn Curve Finance GUSD Free Curve. Also YV für Yearn Finance, Vault und dann GUSD 3 Curve. Auch das sieht kompliziert aus, sagt aber eigentlich nur ein bisschen aus, woraus dieser Pool besteht oder wofür der ist und vor allem auch den Weg, wie ich da hinkomme. Ne? Man kann das ja von hinten lesen und dann eben Three Pool, also auf Curve, den GUSD 3 Pool und dann den dann bei Yearn Finance einzahlen. So. Das machen wir jetzt. Also das heißt, ich gehe hier ich rufe den auf den Pool. Das heißt, ich drücke im Prinzip hier auf die Überschrift, dann öffnet sich das. Und dann sehe ich, dass ich hier 56.243,92 Tokens habe, die ich einzahlen kann. Das entspricht tatsächlich auch dem, was hier steht. Ne? Also es ist ein bisschen gerundet. Und klicke ich auf Maximum. Und jetzt geht dasselbe wieder von vorne los. Erstmal die Genehmigung, dass die Curve-Tokens bei mir abholen können. Transaktion läuft jetzt. Das ist erstmal quasi nur die Abbuchungsgenehmigung. Und jetzt kommt die eigentliche Einlage. Die schicke ich auch ab. So. Warten wir da kurz ab. Hier kann man auch so Statistiken oder so Kurven zu dem Pool aufrufen. Ich zeige nochmal kurz, worauf ich geklickt habe. Ah, Transaktion ist durch. Ich gehe nochmal auf den Pool. Hier ist diese drei Säulen, die so aussehen wie so ein Diagramm.
Wie kann man, das ist ein bisschen technisch, aber man sieht dann eben, dass da 6 Millionen Poolanteile drin liegen. Wie viel, ich glaube, das ist der Dollarpreis, das weiß ich nicht genau. So weiter. Und das ist unser Poolanteil Balance Off. Es ist eigentlich im Prinzip unbrauchbar so. Aber nur, dass man es mal gesehen hat. So, dann gehe ich nochmal zurück zu unserem Pool. Und jetzt sehe ich auch hier, dass ich genau Vault Balance 56.243,92. Und ich kann die jetzt hier wieder abholen. Dann hätte ich die Curve Tokens, dann muss ich zu Curve, muss die da wieder umtauschen, also auch abheben. Dann hätte ich am Ende DAI und dann bin ich fertig. Das wäre der Weg. Das machen wir also dann in 2 Wochen zusammen nochmal oder ich mache das. Genau. Jetzt haben wir also, jetzt ist der Weg eigentlich fertig, bis auf die Poolanteile müssen ja zu euch zurück. Das machen wir jetzt auch noch zusammen. Da zeige ich erstmal den Token Contract. Hier ist der Name von dem Token und das ist die Adresse von diesem Token. Und das wäre jetzt gut, wenn ihr die auch in MetaMask importiert, weil ihr ja gleich die Tokens bekommt und dann sieht man die auch in MetaMask. Das heißt, ich mache das vor, ihr geht irgendwie hier, ihr kopiert, also ihr geht erst auf Yearn Finance und ruft diesen Curve GUSD Pool auf. Also das heißt, ihr sucht den in der Liste aus. Nochmal von vorne. Also das heißt, wir fangen hier an. Yearn Finance. Go to Vault. Dann suche ich den in der Liste raus. Und wenn ich auf den Namen klicke, dann komme ich auf den, auf, dann bekomme ich den Smart Contract auf der Blockchain aufgerufen. Schreibt mal ins Fenster, ob ihr soweit seid, weil das sind ja jetzt so 5, 6 Schritte. Bitte mal. Okay. Gut. Mit dem kleinen Knöpfchen hier kann ich das kopieren, die Adresse. Dann brauche ich die nicht groß markieren und so. Jetzt ist die in der Zwischenablage. Dann gehe ich in MetaMask. Scroll runter und dann gehe ich auf Token hinzufügen, Custom Token und hier kopiere ich die Adresse rein. So, dann klicke ich hier auf Weiter. Dann zeigt er mir den Token an. Das ist irgendwie dieser komplizierte Name, der so zusammengesetzt ist. Gehe auf Token hinzufügen und dann habe ich den Token in MetaMask drin. Hier sind jetzt 52.682,812 drin drauf und bei euch 0, klar. Und jetzt schicke ich die eure Anteile quasi rüber zu euch in euer MetaMask Wallet. Dafür müssen wir erstmal die Anteile hier vernünftig, also korrekt eintragen. Das mache ich, indem ich hier das in der Blockchain aufrufe. Alles jetzt ausgegeben. Und hier sind die drei Transaktionen, die DAI-Transaktionen oder die vier, die wir gemacht haben. Nämlich, das sind die Eingänge von uns. Und das hier ist dann der Ausgang an den Curve Pool. Ne, in, dreimal und out. Und jetzt trage ich mal diese Zahlen ein in unsere Tabelle. Dann ist das Teilnehmer A. Dann Teilnehmer B.
C. So, genau. Das sind die Poolanteile. Und dann machen wir mal, das ist dann also Vault Tokens, nennen wir das mal, um es nicht zu kompliziert zu machen. Davon haben wir insgesamt 52.682. Warten. Ja, klar. Da stimmt was nicht, weil da muss man ja noch irgendwas da oben. So. Genau, also das sind jetzt im Prinzip die Vault-Tokens, die ich zurückschicke. Ja, mache ich das mal. Ist soweit klar oder gibt es Fragen? Okay. Ne, das sind die Einzahlungen. Die sind dann, hier habe ich die nochmal aufgeschrieben. Das ist die Gesamteinzahlung. Das sind dann die Prozentanteile. Das sind die Tokens, die wir jetzt bekommen haben bei Yearn Finance. Und dann umgerechnet die einzelnen Anteile. Jetzt müsste ich also hier mir die Adresse von Teilnehmer A holen. Das ist diese hier. Na, aufpassen, die ist es nicht. Oder das Beste ist, ihr schickt mir mal eure Adressen per Mail. Weil das ist ein bisschen direkter, als wenn ich jetzt hier das in der Blockchain suche, wenn ich mich dann vertue, ich merke dann nicht, dass das irgendwie die falsche Adresse ist und dann war es das. Von MetaMask. Also ist welche Adresse? Die von MetaMask. Also ihr geht auf MetaMask und kopiert die in eine Mail und schickt mir die. Eine Adresse habe ich schon, dann mache ich das jetzt mal bei der. Hier sind die Pool-Tokens. Gehe auf Senden. Tu die Adresse rein. Nochmal kontrollieren. 0b.de 85c6. Null BDE 85c6. Genau, und dann nehme ich die 125,41 Punkt. 115,41, genau. Und dann schicke ich die rüber. Kein Umrechnungskurs verfügbar, ist klar, weil das sind so Pool-Tokens, für die gibt es keine Kurse. Ja, wie verrechne ich die Gebühren? Die zahle ich ja gerade, das stimmt. Das mache ich nachher bei der Auszahlung. Dröse ich das dann nochmal auseinander. Dann mache ich eine Excel-Tabelle und so. Das kann ich dann besser vorbereiten. Dann weiß man auch, wie viel das insgesamt ist und so. Ja. Und ich verrechne die nach Poolanteilen. Also je nachdem, wenn wir zahlen diese Prozente von den Gebühren jeder.
Jetzt sehe ich hier auf Yearn Finance auch, wenn ich mache, bis die Adresse hier eingeht, die andere, gucke ich einfach mal auf Yearn Finance. Ich glaube, da ist auch schon gekommen. Gehe ich mal auf Yearn Finance und da sehe ich, dass der Anteil an Pool-Tokens runtergegangen ist. Das ist ja auch total logisch, weil ich habe ja schon welche, ich habe welche weggeschickt, ne? So. Ja, perfekt. Sind angekommen. Sieht gut aus, ja. So. Dann nehme ich mal die Adresse, die zweite Adresse. Ich nochmal die Excel-Tabelle aufmachen. Kontrollieren. 059 D500 AB, ja, passt. Hier sind die, also genau, aber laut Liste müssten es mehr sein. Warum Gebühren? Also wir haben doch hier IF 125,41 und die sind auch angekommen, oder? Ja, okay. Also das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wir haben 12.000 DAI reingegeben und kriegen nur 11.125 Pool-Tokens. Der Punkt ist, da ist so einiges weggegangen bei diesen ganzen Tauschen. Die nehmen sich da ihre Gebühren auch wirklich runter. Und der andere Grund ist, der Verrechnungskurs ist auch nicht genau 1 zu 1. Also die Pool-Tokens sind ein bisschen mehr wert als die DAI. Da gibt es also tatsächlich einen Umrechnungskurs, der ist aber nicht öffentlich, der ist irgendwo intern da. Das wird sich nachher bei der Auszahlung dann wahrscheinlich andersrum wieder verhalten. Das hängt davon ab, wie dieser interne Kurs sich entwickelt. Aber das Ganze werden wir, also der Erfolg davon, der wird ja davon abhängen, ob wir nachher mehr DAI rauskriegen, als wir reingetan haben. Da bin ich auch mal gespannt. Es müsste aber eigentlich funktionieren, weil ich habe es ausprobiert vorher. Und so, jetzt mal die zweite Adresse. Das ist die hier. Ja. Senden. Und das ist dann also 18469,7. Ich schicke das los. Ja, passt. Guck nochmal schnell nach, bevor ich das abschicke. So, passt. Dann gut. Dann sind die jetzt unterwegs. Gucken, wann die Transaktion durchgeht. So, genau. Das heißt, wenn ich hier die Vaults nochmal aufrufe, müsste eigentlich nur noch ein Anteil drin sein. Fresh. Ja, 24,648, genau. So, und die schicke ich natürlich auch nochmal schnell weg. Okay, genau, damit sind wir eigentlich fertig. Ja, wir hätten das richtig, das stimmt, wir hätten das auch lassen können in unserem gemeinsamen Account. Das hat aber jetzt den Vorteil, wenn, da ich ja der Einzige bin, der hier irgendwie die Zugangsdaten zu dem Account hat und ich dann nicht krank bin oder sonst irgendwas, dann habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, euch selbst um das Ganze zu kümmern. Das ist also jetzt, so finde ich das ein bisschen sicherer und ein bisschen fairer so. Genau. Was ich jetzt noch zeigen wollte, ist, diese Zahl hier, die müsste eigentlich jetzt also das heißt, wenn ihr Yearn Finance aufruft, dann müsstet ihr eigentlich bei dem Pool, bei dem GUSD-Pool, auch eure Einlage sehen, eure Poolanteile.
Und diese Zahl müsste eigentlich über die nächsten Wochen steigen. Und das heißt, da kann man das nachschauen. Was man dazu sagen muss, das passiert nicht jede Minute oder jede Stunde, sondern das passiert in regelmäßigen Abständen. Und zwar kann ich das auch mal kurz zeigen, wie man das rausfindet. Das geht aber jetzt auch ganz schnell. Wenn ich hier in diesem Newsletter suche, wieder nach dem Pool, dann ist hier die Anlagestrategie benannt und das ist auch ein Link und die kann ich mir als Smart Contract angucken. In der Tat, also das ist wirklich ein kleines Computerprogramm, das diese Geldanlage verwaltet. Das kann man natürlich dann auch nur richtig analysieren, wenn man diesen ganzen, wenn man Solidity, die Programmiersprache kann und so. Aber selbst dann ist das sehr kompliziert, weil dann die Gedankengänge danach zu vollziehen ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber diese Strategie, dieser Smart Contracts, der führt ein Protokoll. Das findet man unter Events. Und hier finden Harvest Events statt. Also da werden quasi die Gewinne entnommen. Und das passiert ungefähr alle 2 Tage. Und das ist also offenbar gestern passiert und das wird wahrscheinlich morgen wieder passieren. Das hängt davon ab, wann derjenige, der diese Strategie verwaltet, wann der Gewinne entnimmt, weil der entscheidet ja auch, wann das sinnvoll ist wegen der Gasgebühren und so. Und das heißt also, ich schätze mal, wenn man da morgen um diese Zeit nochmal nachguckt oder morgen am Abend nochmal nachguckt, dann müsste eigentlich schon was passiert sein, allerspätestens übermorgen, ne? Dann, weil man sieht ja hier manchmal, holt der ja auch mal länger nicht ab. 3 Tage sind ja hier zwischen und hier ist aber nur einer. Also irgendwie sieht das so aus. Hier sogar 5 Tage. Ne? Also es kann sein, dass es eine Zeit lang nicht hochgeht, aber die Gebühren, die fallen trotzdem in dieser ganzen Zeit an. Das heißt, wenn also 3 Tage nicht Gewinn entnommen wird, dann wird nach 3 Tagen umso mehr entnommen. Und ich habe das bei der Euro-Strategie diese Woche mal ausprobiert. Und das war tatsächlich auch so, dass also 2 Tage gar nichts passiert ist und dann irgendwie nach 2 Tagen auf einmal waren dann irgendwie, was nicht, ein paar hundert Euro oder so mehr da drauf. Hier kann man das also sich angucken und ich würde auch sagen, wir checken das einfach regelmäßig jetzt und dann, wenn wir, also ich denke mal, wir geben der Sache mal so 2 Wochen, wenn ihr irgendwie wenn ihr also dann. Oder ihr sagt mal selber, wie lange, also 2 Wochen würde ich der Sache schon geben, bis die Gebühren alle drin sind und so. Und dann gucken wir einfach zusammen mal gelegentlich drauf und überlegen dann, ob wir schon entnehmen oder nicht. Es kann ja auch sein, dass noch andere Yield-Farming-Gelegenheiten kommen und so. Und ich entwickle ja hier auch parallel nochmal weiter, dass das Ganze ein bisschen einfacher wird und man da nicht 2 Stunden am Rechner sitzt, bis man das da drauf hat. Ja, genau. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Erstmal die Frage ist, sind die Pool-Anteile angekommen überall? Hier ist nichts. Das liegt daran, dass ich die falsche Adresse habe. Rufe ich die nochmal auf. So, ja, gern geschehen. Hier sind meine Anteile und also das ist das eine. Das andere ist MetaMask. Läuft ja jetzt. Also ihr habt die Pool-Anteile eventuell ja sogar auch im MetaMask drin. Ich müsste die jetzt noch hier hinzufügen. Gut. Und wie lange sollen wir denn warten? 2 Wochen? Länger? Kürzer? Oder länger, okay. Also ich denke mal, wir warten mindestens, genau, das ist auch eine gute Idee, Sonntagvormittag nachsehen und dann entscheiden, finde ich super, ja. Das können wir ja machen. Nächste Woche Sonntag, einmal kurz per WhatsApp oder per Mail oder wie auch immer, wir telefonieren mal und dann entscheiden, wie wir weitermachen. Es kann ja auch sein, dass nochmal andere Sachen aufkommen, die dann, oder dass einfach auch hier die Zinsen schwanken und dann runtergehen. Es macht ja keinen Sinn, wenn man dann 2% irgendwie drin hängt, weil das dauert ja einfach zu lange. Okay, gut, dann war es das von meiner Seite. Habt ihr noch irgendwas? Schön, freut mich, danke. Super gut, okay. Cool. Warte noch. Ja. Prima. Ja, danke. Dann also Happy Yield Farming, ne?
Bis zum nächsten Mal. Tschö.